auf das Rennen der PHDR mit der Viererwertung mit folgenden neuen Teilnehmern. Messi Hasler, die 1, Jan-Thijs de Jong, Kiwi Fortuna, die 2, Dieter Brüsten, Highway Fortuna, Markus Bock mit der 3, Purple Rain, Jens Holger Schwammer, die 4, Versace Diamant, Tom Karten mit der 5, Otero Erwin Bott haben die 6, Isla Tim Schwammer die 7, JC Di Quattro, Robin Bott mit der 9 und Born to Run mit Kilian Pools die 10. Die Startnummer 8 ist nicht mit dabei. 50 Meter jetzt noch bis zum Start und das war der Start zum Prix HDR. Kampf um die Führung hier ganz an der Außenseite. Da ist zum einen Versace Diamantin. 500 Meter jetzt zurückgelegt, Führungswechsel, da geht zunächst einmal Purple Rain an die Spitze, aber jetzt kommt JC Di Quattro und geht ihrerseits vorbei, übernimmt das Kommando, dahinter dann aus dem Nachsitzen auch Isla auf dem Weg nach vorn, nächster Führungswechsel könnte sich da anbahnen, Isla jetzt nach vorne gezogen vorbei an JC Di Quattro. Purple Rain ist drittes Pferd, Rotierung vierter, dann kommt Versace Diamant mit Highway Fortuna innen, Kiwi Fortuna außen, dann Born to Run und Messi Hasler nach wie vor am Ende des Feldes. 17.5 war die erste Zwischenzeit, die zweite wird sie jetzt gleich nach 1000 Metern erscheinen und zwar in dem Moment, als JC Di Quattro zum zweiten Mal in diesem Rennen die Führung übernimmt. 17.1 der Abschnitt, JC Di Quattro jetzt also wieder vorn vor Isla, außen rückt Messi Otero zu sehen und Isla ganz hart an der Innenkante hat ja auch noch so ein bisschen was in petto. JC Di Quattro vorn, Isla liegt dahinter fest im Moment. Daneben ist in zweiter Spur Messi Hasler ganz an der Außenseite mit viel Speed. Kommt jetzt auch einmal Versace Diamant auf Touren und der überholt ja alle. Versace Diamant am Ende noch leicht voraus, gewinnt hier vor Born to Run. Dann JC Di Quattro und auf dem vierten Platz war es, meine ich, noch Messi Hasler. 10-4 die letzte Zwischenzeit. Richtigem Speed das Feld überrollte und als Sieger anschlug. Tom Karten, damals wie heute Fahrer des Gustav Diamantsohns aus dem familieneigenen Stall Glanzgefühl gezogen wurde. Versace Diamant vom Stall MS Diamanten von Familie Schwarz. Trainer ist Wolfgang Klimczyk und wir gratulieren Tom Karten zum Sieg mit Versace Diamant. So, ich fange da mal an. Herzlichen Glückwunsch, Tom. Das war eine feine Vorstellung. Ich habe es im Vorfeld schon gesagt, das letzte Laufen war so gut. Du hattest sogar noch Zeit, dich im Hose zu setzen. Hast Jenner Transair geschlagen und heute im Speed wieder zugeschlagen. Ja, heute war wirklich wieder stark. Ich denke, jetzt ein Traumrennen. Eigentlich genau das gleiche Rennen wie letztes Mal und hat sich wieder Bernstein eingesetzt. Ist es denn für dich, du bist ja eigentlich Amateurfahrer, aber ist es für dich ein Unterschied, ob du gegen die Profis gewinnst oder fährst? Gewinnen ist natürlich immer schön, aber fahren ist schon ein großer Unterschied im Gegensatz zu Amateurrennen. Wir werden viel schneller Entscheidungen getroffen und sind ganz andere Rennen und deshalb freue ich mich, dass ich die auch gewinnen kann. Wann dürfen wir Versace Diamant wieder bewundern? Ich weiß nicht, ich kriege jetzt mal 2-3 Tage Pause und genieße das Koppelleben und dann gucken wir weiter. Herzlichen Glückwunsch nochmal, aber hier ein herzlichen Applaus bitte für Versace Diamant und Tom Karten. So, hier haben wir den Elton, you're working by Ashter. Yeah, we transport horses all around the world and within Europe and outside, in imports and exports of horses to